Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Origins. Wir haben in der letzten Folge der Rabia geholfen, die Verletzten hier versorgt, das Haus des Lebens wieder von den Banditen zu befreien. Oder von den Soldaten, die das besetzt haben. Das sind ja anscheinend die Soldaten des Pharaos, gegen die wir uns hier aufbringen. Und ich gucke heute mal, wo wir denn weitermachen. Wir haben in der letzten Folge einige Nebenquests absolviert und heute weiß ich so gar nicht genau, was heute ansteht. Quests, können wir mal gucken. Das falsche Orakel verfolgen. Aktuell haben wir sonst keine mehr offen. Und wo ist das? Okay, hier. Bayek ist entschlossen, Medunamun zu töten, doch das falsche Orakel verfügt über überraschende Kräfte und wird bestens beschützt. Okay. Das hört sich nicht einfach an. Wollen wir mal hinlaufen? Ach, das ist hier oben direkt. In der fetten Festung. Oder was? Wer ist das Orakel zurückgekehrt? Mit den ganz bescheidenen Statuen davor. Faules Dreckspack! Macht euch mal nützlich! Den hau ich jetzt einen über darüber. So redest du nicht mit dem Bauern. Den Göttern sei Dank. Was war das denn jetzt? Böser Bub, du. Jetzt brauchst du nicht rumheulen, Mann. Ja, ihr braucht auch nicht rumheulen, ihr habt's verdient. Hier kann er gerne liegen bleiben. Tschüss. Da vorne, oder kommt ein Berittener? Der hat sogar ein echtes Pferd, nicht nur so ein Dromedar. Kann ich den eigentlich auch von dem Pferd runterstoßen? Was ist denn mit der los? Ich versuch's lieber nicht. Ich lasse den erstmal vorbeireiten. Da oben ist ein Kerle. Ich krabbe erstmal hier hoch. Ist sicherer. Was mache ich denn auch? Wir können ja erstmal mit Zenu erkundschaften. Erkunden, meine ich. Oh, warum rennt er so schnell? Warte mal. Was macht er denn da für Moves? Oh, scheiße. Oh, oh. Oh, scheiße. Aua. Aua. Aua, ich werde sterben. Hilfe, warum mussten die gerade in dem Moment da rauskommen? Helf mir, Mann! Nein. Alter Schwede. Wie das aussieht, so in den Wänden. Die fliegen einfach. Und das war knapp, ey. Wie bekomme ich die da runter, außer jetzt mit dem Bogen? Wahrscheinlich erstmal gar nicht, ne? Ja, sucht schön da unten, genau. Hä? Nein, ich wollte den Pfeil. Genau, einen Bogen. Hä? Juckt ihn das nicht? Jetzt. Okay. Nein. Ja, den habe ich da runtergeballert. Ich habe keine Pfeile mehr. Kann das sein? Wo bekomme ich Pfeile her? Was macht denn der da eigentlich auf dem Pferd? Ist der festgebackt? Okay, jetzt bewegt er sich.
Ah, ich habe wieder eine Pfeile dazu bekommen. Sehr gut. Der macht jetzt da hinten irgendwo rum. Dann gehe ich mal jetzt da rein und suche mal den Meduna Moon. Und seine Gefolgsleute muss ich natürlich vorher ausschalten. Ich verstecke mich mal hier drin und dann rufe ich Senno nochmal. Gut, das sieht schon mal besser aus. Da ist schon mal einer. Das ist sehr prunkvoll hier, dieses Anwesen. Aber so kennen wir ja die Leute, die andere Leute unterdrücken. Ah, da ist Meduna Moon irgendwo in der Nähe. Ist auch ein komplett dämlicher Name irgendwie, oder? Aber passt zu so einem Vollhorst. Oh, da ist er. Mit zwei Gefolgsleuten. Da unten sind noch... Die ältesten Einwohner für eine Befragung. Die ältesten, mein Herr? Das sind nur Pfeile. Das ist echt cool gelöst mit dem Adler. Macht voll Spaß. Aber hier sind sehr viele Soldaten. Oha. Was denn? Was hat er ihnen gesagt mit Einsperren? Sind hier welche eingesperrt oder was? Noch Bauern? Da ist ein Flamingo. Ah, hier ist irgendjemand gefangen genommen worden. Noch. Ich werde jetzt erstmal den Meduna Moon. Oder ich werde mich erstmal da reinbegeben und die Soldaten nacheinander ausschalten. Ha. Okay, erstmal schön hier ins Gebüsch. Da hinten ist zum Beispiel einer. Oh, die Musik wird direkt dramatisch. Holt mich hier raus! Okay. Ich warte mal, bis der mit dem Speer ein bisschen weiter weg ist. Ja, geh weiter. Okay. Ist da jemand? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Oh, der ist... Ah, da ist ein Gefangener, okay. Oh. Nein! Shit. Sie haben mich entdeckt. Bleib hier. Bleib doch mal hier. Alter, was ein Feigling! Der wollte gerade die Verstärkung rufen. Ich konnte ihn zum Glück daran hindern. Boah, das war... Warum kommt der jetzt... Oh, der hat mich voll weggestoßen. Warum kommen die jetzt alle hier hoch? Kommt da jetzt noch jemand hoch? Nee. Das war knapp, Leute. Das war echt knapp. Oh mein Gott. Jetzt halt doch mal das Mull. Ach, das ist ein Pferd. Ich dachte gerade, was ist das denn? Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Ich werde mal hier über die Mauer springen und den dann vielleicht von hinten attackieren.
Jo, Alter, ich bin's. Wer bist du denn? Hier gibt es was zu lesen? Nee, doch nicht. Nur zu plündern. Wer ist denn der hier? Tür aufschließen. Wer bist du denn? Hier sind noch andere Priester gefangen. Ach, Priest. Insgesamt 4. Versteckt euch, bis ihr ungesehen entwischen könnt. Genau. Meine Batterien sind aber bald schon wieder leer. Ich habe echt zu hohen Batterieverbrauch, muss ich sagen. Ah, da hinten ist gut, Pferdchen. Okay, der latscht da rum. Oh, der guckt gerade. Oh, da ist noch ein ganz dicker Klops. Oh. Hilfe. Okay, dann muss ich erstmal abwarten. Kann ich den dicken Klops auch von hinten umschlagen? Tja, der alte Medunamun, der macht hier vorne rum. Bringt mir die Namen der Einwohner, die regelmäßig den Tempel besuchen. Ich will sie alle befragen. Was der schon für eine Stimme hat, dann. Natürlich, ja, der ist schon voll genervt. Oh, oh, das sehen die gleich. Die hat den gefunden. Ich habe Angst, dass sie mich wiederfinden. Okay, den konnte ich auch noch kriegen. Sehr gut. Ja, macht euch keine Sorgen, die haben nur Schmerzen. Alles gut. Jetzt hat der mich gesehen. Die stehen gerade alle nicht sehr vorteilhaft. Okay, den aber auch. Es läuft doch bisher gar nicht schlecht. Aber die müssen mal aufhören, sich als gegenseitig anzugucken. Aber das, vielleicht, na, das klappt, wenn ich den hier kriege. Peng. Ich habe bisher alle nur ausgenockt. Jedenfalls die meisten. Okay, da hinten ist noch einer. Also wir räumen echt gut auf. Oh, da ist noch einer Bayek, was hast du hier? Ja, ich helfe euch. Wie viel? Vorsicht, die Soldaten sind ja, überall. Kein Problem. Ich befreie dich. Bayek. Bayek, sie töten dich, wenn sie dich hier finden. Ich weiß. Okay. Also es läuft schon mal ganz gut. Wir haben einige schon ausgeschaltet. Sogar den dicken Klops haben wir auch schon ausgeschaltet. Hä? Was war denn das? Gut, er windet sich da hinten noch. Die beiden winden sich auch noch. Okay, jetzt nicht mehr. Da kommt einer auf mich zu. Der steht da noch. Gut, den könnte ich doch mal gerade mir holen. Wenn er so provokativ da steht. Ich weiß nur nicht, wie ich... Entschuldigung. Gut, das läuft doch. Schön vorsichtig hier. Oh. Ich sag gerade, es läuft doch. Und dann war es das auch schon mit dem Laufen. Jawohl. Okay, ich bin schon wieder unauffällig. Nee. Achso. Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Okay, den befreien wir jetzt auch erstmal. Der kann sich dann schnell verstecken. Hey. Was denn? Geht es euch gut? Ich bin ziemlich mitgenommen. Aber es geht schon. Dann mach dich. Versteckt euch, bis ihr aus dem Tempel schleichen könnt. Versteck dich erstmal.
Das Meduna-Huhn ist ja da alleine da hinten. Oh, da oben sind sehr viele Wachen noch. Den will ich mir auch mal vorknöpfen gerade. Das müsste von hier auch klappen. Jawohl. Schlaf gut. Gute Nacht. Hier hinten habe ich jetzt natürlich nicht alles erkundet mit Senu. Ich hoffe, das ist nicht schlimm und ich werde nicht überrascht oder so. Das wäre nicht gut. Okay, wo geht's denn hier hin? Ah, da kann ich was lesen. Ne, ein Schatz, oder? Plündern, genau. Kohlenstoffkristall. Wofür der gut ist, keine Ahnung. Aber vielleicht brauchen wir den später nochmal. Kann ich das hier looten? Die hier? Kaputt machen kann ich sie, aber looten nicht. Ach, der ist da unten gerade. Kommt der hier hoch oder geht er nach rechts? Er geht geradeaus. Und da ist noch eine Wache. Schön vorsichtig. Oh. Schnell weg, schnell weg. Geh, 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 geh. Was macht der da? Geh doch mal weg. Der nervt. Jetzt kommt der auch noch hier lang. Oh, das gibt's nicht. Der kommt doch noch hier hoch. Okay. Ich warte mal kurz, bis der hier hochkommt. Und dann holen wir uns den. Dann können wir uns auch den da unten holen dann. Und dann ist der Meduna Moon vielleicht schutzlos ausgeliefert. Ah, da kommt ein weiterer reingelatscht. Überhaupt nicht gut. Der läuft aber auch geradeaus. Okay. Nein, der bleibt da stehen. Ach, Mist. Ich probiere jetzt mal was. Ich hoffe, das klappt. Und da steht nicht noch einer. Oh. Falsches. Ich will nach links, Freundchen. Ey, Bayer, geh doch mal nach links. Ich kann den von hier aus nicht treffen. Geht nicht. Okay, wie mache ich es denn sonst? Ja, genau. Hä, wie konnte er mich sehen? Ich war hinter der Säule. Okay, dann müssen wir den Rest jetzt so erledigen. Da ist der Meduna Moon. Oh oh. Schön blocken gleich. Und. Und er hat einen Bogen. Aua, ich habe ordentlich Schaden kassiert. Der hat aber auch fesche Dinger an, da. Fesche Schwerter. Aua. Was ist denn das jetzt? Okay, wir haben ihn besiegt.
Ist das auch wirklich Medudamun oder ist das nur irgendeine Kopie von ihm? Mal gucken. Was ist denn das jetzt? Hä? Ist das eine Vision oder was? Oder ist das im Animus? Du bist zurückgekehrt. Aha. Um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaften. Tugendhaften! Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Oh, hat er seinen... Der hat seinen Sohn auf dem Gewissen. Okay. Deshalb also. Oh, so knapp. Hey, nochmal. Vor einem Jahr. Oase von Sina. Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch. Feste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir. Hm. Du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Ach, das ist ja Chenzira. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hä? Ist gut. Kommt, kommt. Okay, der Chenzira ist also der Freund von unserem Sohn. Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Hey. Genug, ihr zwei. Nicht Egon. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Wir erfahren ja also die Geschichte, wie es anfing oder wie es dazu kam, dass wir jetzt an dem Punkt sind. Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Erst rennt er bis hierher und dann rennt er wieder zurück. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Leitmäßig. Groß, mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Das ist mein Lieblingsteil. Bleib unten. Sie werden uns sehen, wenn wir es nicht machen wie Amun, der Gott des Schattens. Da hinten sehe ich schon einen Steinbock. Ja, Papo. Wir sind die Verborgenen. Ja, jetzt kann ich Senno rufen. Und dann gucken wir mal. Da war doch eben der Steinbock. Da ist er. Da ist noch ein... Ach, das ist schon das Leid hier. Senno, Senno, komm zu mir. Wieso rufst du Senno? Shenzira sagt, ich soll ihre Federn stehlen, damit die Wiegezeremonie mich in die Gefilde der Binsen bringt. Hey. Anubis wiegt dein Herz mit einer Feder auf. Diese Wiegezeremonie kannst du nicht beeinflussen. Sie ist heilig. Oh, die Steinböcke kommen auf uns zu. Oh nein, ich hab sie verscheucht. Wen? Ist schon gut. Dann bleibt eben mehr Zeit für uns beide. Genieß die Reise. Bleib bei mir. Wir machen es. Zusammen. Oh nein. Papo, er läuft weg. Geduld, mein Kind. Wir kriegen ihn. Verdammt. Wir haben mich schon gesehen. Das war nicht so gut. Vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber ich will jetzt ja auch nicht stundenlang hier rumkreuchen und fleuchen. Was hat er denn für Töne?
Und wir sehen auch komplett anders aus als aktuell. Siehst du? Auge und Hand bilden eine Linie mit dem Pfeil. Nur so kann man gezielt schießen. Bleib stehen, mein Freund. Wenn ich doch 100 Pfeile in den Bogen spannen könnte. Das bringt nichts, mein Freund. Oder mein Sohn. Okay, das hat keinen Sinn gerade. Die müssen sich erstmal beruhigen. Ja. Treffer. Tat ihm das weh? Nein. Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns sehr schön. Jetzt. Direkt mit einem Schuss getroffen und zur Strecke gebracht. Da musste er auch nicht leiden. Das ist schon mal gut. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es das hat gut geklappt. Sehr schön. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Du hast aber auch Ambitionen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wie schön das hier auch schon wieder Wolltest ist. Möchtest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Nee. Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Mhm. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Okay. Oh, Papo, ich freue mich so auch, ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siwa. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Eben. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal ja. Angst. Dein Grund. Ich mache gerade mal hier ein Foto. Das sieht nämlich so geil aus. Ich mache jetzt einfach mal ein Foto. Wie mache ich das denn? So, zum Beispiel. Komm, mach mal einfach mal so. Weil dieser kleine Teich, die kleine Oase, die ist so cool. Gleich mal direkt festhalten und dann geht's auch schon weiter. Großvater war ein berühmter Komm, jetzt komm mal los. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. Mhm. Noch 250 Meter circa und kann ich nicht auch mein Pferd rufen? Eigentlich schon, oder? Nee, Reittier nicht verfügbar. Okay. Unser Junge summt ein bisschen, auch schön. Kemu heißt unser Sohn, der ja anscheinend von Medunamun getötet worden sein muss. Oder von seinen Leuten. Wir werden es wahrscheinlich erfahren, denke ich mal, was da genau passiert ist. Aber komisch, wir sind doch der Magi, also die... Weiß nicht, die Ritter sozusagen des Pharaos. Hallo, schaffst du das auch? Hallo, was machst du da unten? Ja, toll. Warum läuft der da unten lang? Ah, hier müssen wir rein, okay. Ich warte mal gerade auf ihn. Doof, dass er nicht klettern kann. Ich dachte, das würde er auch schaffen irgendwie. Aber er ist ja noch ein kleiner Junge. Von daher kann man ihm das nicht übel nehmen. Komm schon hoch. Also langsam müsste es aber mal hinkriegen.
geht doch. Wieder mal so eine tolle Aussicht. Soll er jetzt da runterjumpen oder was? Welches Wort hat dein Vater gesagt? Springen. Wow. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Das ist hoch. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Chenzel. Oh. Ich sagte, halt's Maul! Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Menjai Bayek! Los, geh! Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Oh, der arme Kleine. Menjai Bayek! Ja, ich bin der Menjai hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Wer ist er denn? Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Konfrontiere die Soldaten. Komm! Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Aua! Da habt ihr einen Dachschaden? Das gibt Rache hier. Oh. Ja, okay, okay. Ja, das war nix. Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Kann das sein, dass das Absicht war, dass das gescriptet war, dass wir da verlieren sollen? Toll. Warum? Warum werden wir gefangen genommen? Da sind schon wieder zwei gefangen. Und der Lichter quälend. Oh. Was soll das Ganze? Was habe ich getan? Schweig! Oh. Ich komme ja. Ich kann irgendwie nicht rennen. Oder? Nee. Ich kann nicht rennen. Ich komme ja. Dreh dich doch nicht immer um, du Affe. Was wird das? Lass niemanden hier rein. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn daraus! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe bekämpfen. Das ist Meduna Moon. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Der Junge ist verängstigt. Ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn daraus. Der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf, aufzukommen. Beeilung. Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Na toll. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber
oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein, Remo, nicht. Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Oh nein. Das geht doch nicht gut aus. Was für eine Zeitverschwendung. Nein, Remo, Remo. Nein, komm. Zeit abgelaufen. Als ob die das nicht merken. Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte. Dann wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein. Ich sag es euch. Wer will mehr Zeit gewinnen? Was soll das? Oh ja. Komm. Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Nein! Oh, nein! Remo! Das gibt's nicht, nein! Halt's Maul! Och nein, das gibt es nicht. Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Oha. Möge der Verborgene dich grüßen! Der Fürst Eduard erwartet dich! Krasse Geschichte. Oh Mann. So hat er also seinen Sohn verloren und dann... Nein! Das ist unser Zuhause? Das ist doch der Edenapfel, oder nicht? Wette ich mit dir. Achso, das ist Hepzepha. Okay. Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier. Oh ja, gerne. Das machen wir. Okay, krass, das war eine sehr lange Mission. Die war echt mega lang. Quest abgeschlossen, das falsche Orakel, 1250 EP. Reicht für... Nee, reicht noch... Doch, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt erhalten. Möge Amun an deiner Seite sein. Die nächste Hauptquest. Okay, wir gucken noch, wo wir den Punkt ausgeben können. Was ist denn das, der Jäger? Okay, Kopfschuss-EP, das hatten wir ja schon. Attentats-EP. Aber wie kill ich einen mit so einem Attentat? Ich kann kein Attentat machen, oder? Soweit ich weiß. Was nehme ich denn? Handelsvertreter, Verwesungsgift. Boah, krass. Meditieren haben wir schon gemacht. Brandbombe. Dann nehme ich doch eventuell mal Entführen. Nee, kostet 2. Das ist 1. Dann machen wir doch mal hier Ultra-Höchstleistung.
Komm, machen wir das mal. Und dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber ich kann ja nicht mittendrin die Mission einfach cutten und dann in der nächsten Folge damit weitermachen. Das wollte ich nicht tun und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da gucken wir dann mal, wie wir da weitermachen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.